nicht, worauf du dich da einlässt. Versuch nicht, mich aufzuhalten. Bitte, Ethan, zwing mich nicht dazu. Wie oft hat die Regierung Hunt schon betrogen, ihn verleugnet und fallen gelassen? Wie lange wird es dauern, bis ein Mann wie er genug davon hat? So, meine lieben Freunde, jetzt ist es an der Zeit, mal wieder das Actionkino hochleben zu lassen, beziehungsweise das Actionkino für seine Errungenschaften zu feiern oder eben einfach nur für sein Dasein. Denn es ist ein Genre, das mir immer wieder regelmäßig ein Grinsen ins Gesicht zaubert, das mich zum Schwitzen bringt, das mein Herz rasen lässt, das meinen Arsch ganz nah an die Sitzkante treibt. Und dafür, ja, möchte ich einfach jetzt mal wieder Danke sagen, in Form einer kleinen Besprechung zu Mission Impossible Fallout oder halt Mission Impossible 6. Falls ihr euch wundert, warum das Ding hier noch eingepackt ist, ich habe hier eine Ansichtsdisk bekommen und die darf ich verlosen. Dementsprechend ist sie noch eingepackt und dementsprechend findet sie hoffentlich den Weg zu ja, dem einen oder anderen Zuschauer. Das wäre schön. Aber bevor ich mich jetzt hier erstmal ja, in irgendwelche Ergüsse verfange, möchte ich ganz kurz auf die Geschichte eingehen. Zur Erinnerung, wir haben in Teil 5 miterlebt, wie Solomon Lane, der Chef der Untergrundorganisation, genannt das Syndikat, von Ethan Hunt dingfest gemacht wurde. Also Ethan Hunt hat halt Solomon Lane zur Strecke gebracht. Und jetzt Teil 6 beginnt eben damit, dass die Überreste dieses Syndikats, die sich jetzt inzwischen die Apostel nennen, dass die jetzt nun die Welt ins Chaos stürzen wollen. Dafür brauchen sie zum einen eine doch etwas größere Menge Plutonium. Aber die steht in gar nicht mal so weiter Ferne, beziehungsweise die scheint leicht zu beschaffen zu sein, denn Ethan Hunt hat leider bei einem Auftrag in Berlin eine größere Menge Plutonium verloren. Beziehungsweise da sollte ein Deal stattfinden und Ethan hat dann das Wohl seines Teams über das Wohl der Allgemeinheit oder eben der Mission gestellt und dementsprechend diese Menge Plutonium verloren, auf die es jetzt nun diese Apostel abgesehen haben. Und sie brauchen noch einen ja, Fanatiker namens John Lark. Der hat nämlich einen Plan entwickelt, beziehungsweise eine Technik, eine Idee, wie man dieses Plutonium ja, möglichst mit hohem Kollateralschaden und viel Vernichtung einsetzen kann. Und ja, Hunt soll jetzt nun verhindern, dass dies geschieht, also dass die Apostel zum einen in den Besitz des Plutoniums geraten und dann halt auch mit Lark Kontakt aufnehmen oder halt mit Lark zusammenarbeiten. Und steht aber leider so ein bisschen unter der Aufsicht des CIA, die sind nicht mehr ganz so glücklich mit den Machenschaften des IMF, der Impossible Mission Force. Und dementsprechend kriegt Ethan Hunt einen Aufpasser in Form des CIA-Wachhunds Walker an die Seite gestellt. Und ja, nun müssen sie mal wieder eine unmögliche Mission vollführen, um die Welt zu retten. Und genau für solche Szenarien wurde das IMF geschaffen. Das IMF ist wie Halloween, Alan. Eine Bande Männer mit Gummimasken, die Süßes oder Saures spielen. Und hätte er in Berlin das Plutonium sichergestellt, würden wir diese Unterhaltung jetzt nicht führen. Und sein Team wäre tot. Ja, das wären sie. So läuft dieser Job. Und deshalb will ich, dass einer meiner Männer mit von der Partie ist. Zur Beurteilung der Lage. Agent Walker, Special Activities. Sein Ruf eilt ihm voraus. Sie benutzen ein Skalpell. Ich bevorzuge den Hammer. Mein Agent kommt mit. Oder es wird gar keiner fliegen. Nun, Mission Impossible Fallout. Ich sag's gleich, gehört zu meinen Lieblingsfilmen des Jahres. Ja, also der hat's auf Anhieb in die Top 10 eigentlich geschafft. Weil das ist halt einfach Action-Kino, wie ich es gerne mag. Beziehungsweise das ist halt Kino, wie ich es halt teilweise wirklich bewundere. Ja? Und ich habe ja schon eine etwas größere Abhandlung zu diesem Film online verfasst. Ich kann jetzt auch nach dem dritten Mal ja nicht wirklich viel Neues dazu sagen. Deswegen versuche ich einfach mal so schnell wie möglich das wiederzugeben, was ich bereits schon einmal, sage ich mal, niedergeschrieben habe. Und ey, der Film ist für mich grobkörnig irre. Ja? Und Mission Impossible Fallout, ich wiederhole es, ist für mich ja einer der besten Actionfilme seit Mad Max Fury Road. Auf einem solch hohen Produktionslevel. Ja, das möchte ich schon so ein bisschen
differenzieren. Ich werde die Tage auch noch einen anderen Film vorstellen, der hat deutlich weniger gekostet, aber der ist ja nicht minder beeindruckend, meiner Ansicht nach. Und ich hoffe, ich kann versuchen, diese ja, Bewunderung oder eben diesen Eindruck irgendwie zu separieren, beziehungsweise klarzustellen, warum ich das eine in seiner Form richtig großartig finde und das andere in seiner Form. Ja, dass beides nicht miteinander vergleichbar ist, abgesehen davon, dass sie beide zum Actionfilm-Genre gehören. Okay, ja, damit muss ich leben. Das ist natürlich dann wieder so eine Sache, da kann man natürlich das alles auf einen kleinen Nenner runterbrechen, aber trotzdem möchte ich das, was ich demnächst vorstelle und jetzt halt auch Mission Impossible 6 schon gerne für sich betrachtet bewundern und besprechen und halt auch kritisieren. Ja? Ich habe, wie gesagt, ich gucke mir ziemlich viel im Kino an. Ich mag ziemlich viel an Bombast und so weiter. Ja? Es gibt Sachen, die ermüden mich langsam, keine Frage. Es gibt Sachen, die enttäuschen. Es gibt Sachen, die nehme ich aber auch einfach hin und ja, störe mich nicht irgendwie daran, dass sie so sind, wie sie sind, weil ich weiß, es gibt noch genug Leute, die das halt mögen und die genau deswegen, die sich diesen Film anschauen und deswegen ins Kino gehen. Und ja, vieles von dir, also wie gesagt, ich bin echt sehr tolerant, was Blockbuster-Kino eigentlich angeht. Ich muss nur aber auch nicht gleich von allem irgendwie richtig begeistert sein oder nicht vieles versetzt mich noch in Erstaunen. Und da ist ein Punkt, wo ich halt bei Mission Impossible 6 ansetze. Das ist halt so ein Film, der mich in Erstaunen versetzt hat. Eben, weil er so aufwendig gemacht ist und weil er halt wirklich mit Sachverstand gemacht wurde, weil er umsichtig gemacht wurde und weil er halt wirklich einfach das Bestmögliche aus seinen Mitteln rausholt und Bilder liefert und Szenen liefert, da ist mir die Kinnlade runtergeklappt. Ja, ich meine, ich kein Problem mit Solo, kein Problem mit Deadpool, kein Problem mit Avengers Infinity War. Wirklich nicht. Klar kann ich an denen immer wieder einzelne Sachen kritisieren und so, aber alles in allem störe ich diese Filme weder, noch finde ich sie, sage ich mal, langweilig oder, naja, misslungen. Also die sind alle irgendwo auf ihre Art unterhaltsam, die sind alle irgendwo auf ihre Art gut gemacht und mit einigem auch Sachverstand inszeniert. Trotzdem gibt es halt dann einmal im Jahr vielleicht, mit ein bisschen Glück, einen Film, der das alles noch irgendwie toppt und der das alles noch irgendwie intensiviert und der ja, einfach mein Kinoherz, mein Kinogesicht, mein Kinohirn irgendwie auf allen Ebenen anspricht und in neue Höhen hebt oder so. Ja, das klingt jetzt wieder richtig schmalzig, es tut mir leid. Und so ein Film ist halt nun mal Mission Impossible 6. Und wie bei Mad Max tat es einfach richtig gut, dass, ja, dass solch eine Action mit solch einem Aufwand auf solch einem Produktionslevel mal wieder im Kino zu sehen war. Ja? Also, dass es einfach auf so einem hohen Niveau stattgefunden hat, was dort gemacht wurde. Und da bin ich halt einfach stärker involviert, da bin ich mehr daran interessiert, da bin ich deutlich, ja, deutlich mehr Feuer und Flamme. Und trotzdem will ich auch gar nicht abstreiten, dass dieser Film seine Kritikpunkte hat. Ja? Weil ich habe mir jetzt natürlich auch viel von dem Bonusmaterial angesehen und viel dazu gelesen und andere Artikel gelesen und immer wieder so auch die Making-of-Clips, die schon im Netz existiert haben, die habe ich mir teilweise angeguckt. Und wenn man das so alles mitkriegt, wenn man so zusammenbastelt, was Cruise und McCreary, der Regisseur, was die für eine Vision hatten, was deren Ziel war, ja, dann kann man wirklich sagen, das ist gelungen, das ist, die Mission haben sie erfüllt. Die haben halt versucht oder die wollen halt oder wollten halt die Serie auf ein völlig neues Level heben und das in allen Bereichen. Sie haben schon so viel gezeigt, sie haben schon so viel gemacht und sie haben sich halt wirklich hingesetzt und haben überlegt, was kann man noch machen, dass das Ganze irgendwie toppt. Ja, wie kriegen wir es stimmig hin, dass wir den Leuten immer noch eine Sensation bieten und sie immer noch in Erstaunen versetzen, ohne dass wir ja zum einen auf großartig CGI-Technik irgendwie zurückgreifen und B, den Zuschauer vielleicht auch gar nicht mehr so wirklich beeindrucken und C, ja, nicht vielleicht einfach nur noch dasselbe nochmal in einer anderen, keine Ahnung, Verkleidung oder mit einer anderen Maskerade oder mit einer anderen Kosmetik irgendwie versehen. Und ja, man kann sagen, da ist more of the same dabei, okay. Ich finde aber trotzdem, dass zum Beispiel man nicht anbringen kann, dass dieser Film einfach nach diesem Höher-Schneller-Weiter-Prinzip funktioniert oder operiert, das sehe ich halt überhaupt nicht, denn
wie gesagt, das, was sie machen, haben sie vorher noch nie gemacht und sie schaffen es aus den bereits, sage ich mal, existierenden Action-Elementen noch immer einen Dreh rauszuholen, noch immer eine Schippe draufzusetzen, noch immer irgendwie ein Element hinzuzufügen, das so noch nicht da war oder dem Ganzen nochmal einen neuen Dreh gibt oder das Ganze nochmal auf eine neue Stufe hebt. Und das finde ich halt echt cool. Ja? Aber ja, es gibt auch Sachen, der Film ist vielleicht ein Tick zu lang. Der Film hakt auch manche, sage ich mal, Trademarks der Serie ein bisschen zu pflichtbewusst ab. Also da sage ich auch so, hey, lass doch den einen oder anderen Maskeneinsatz weg oder das ein oder andere Gimmick, ob das jetzt dabei ist oder nicht, das ist mir letztendlich egal. Ja, ich muss nicht immer unbedingt in einem gewissen Rhythmus oder in einem gewissen Minutentakt daran erinnert werden, dass ich in einem Mission Impossible Film bin. Das erledigt eigentlich Tom Cruise allein. Ja. Dann zur Story. Ja, die springt wild hin und her. Es wird paktiert, taktiert, getäuscht, getrickst, verraten und konspiriert. Und da kann man schon in Straucheln geraten. Ich bin auch in Straucheln geraten. Also ich habe auch irgendwo hier und da nicht mehr so ganz verstanden, ob das alles so sinnig ist, was das hier soll. Unter anderem halt auch mit dieser Dame, mit dieser weißen Witwe, der ganze Handlungsstrang. Das war alles für mich ein bisschen, ein Tick zu kompliziert. Aber auch hier akzeptiere ich, sage ich mal, das Ganze unter dem, ja, unter der Attitüde oder eben unter dem großen Masterplan, dass man eben alles steigern wollte. Ja? Die Maskeneinsätze, auch wenn sie dann wie teilweise einfach nur pflichtbewusst daherkommen, wurden ebenfalls nochmal ein Tick optimiert, würde ich sagen. Oder es wurde halt nochmal versucht, nochmal eine andere Idee rauszuholen. Und da gab es einen Einsatz, der war sofort klar für mich. Ja, den habe ich gesehen, habe ich gedacht, ja, pass auf, jetzt kommt es gleich. Ne? Irgendeiner macht jetzt gleich wieder den schönen Abzieher und zieht die Nase lang oder sonst irgendwas und holt sich hier noch das Tape vom Kehlkopf. Und genauso ist es dann auch passiert. Aber dann gab es einen anderen Moment, wo ich dachte, wie geht das jetzt? Und dann, alles klar. Den habe ich halt nicht kommen sehen. Und dann dachte ich mir wieder, okay, dann, ja, vielleicht hat es jetzt auch einer schon vorher erraten und beim ersten Mal nicht. Also dementsprechend 50-50 die Quote, finde ich okay, kann ich mitleben. Ja? Und ja, es gibt auch so ein, zwei, wie soll man sagen, Kapriolen innerhalb der Geschichte. Die sind schon so ein bisschen angreifbar, beziehungsweise kann man die in ihrer Logik schon etwas zerlegen. Und aber auch da will ich mich nicht dran stören, denn irgendwo ist es halt immer noch Mission Impossible, Cobra benehmen sie. Es sind immer irgendwelche abstrusen Geschichten und Zufälle müssen auch da sein und so weiter und so fort, dass das alles irgendwie halbwegs zu einem guten Ende geführt wird. Dementsprechend bin ich da auch nicht wirklich sauer, sondern sehe es halt einfach als Teil des Konzepts. Und dann überrascht dann auch ein McCreary, wenn zum Beispiel genau so eine angreifbare Szene, wenn die dann nochmal im weiteren Verlauf des Films kommentiert wird und ja, so gesehen als Fehler dargestellt wird. Das finde ich dann schon wieder charmant, weil dann weiß man auch um die eigenen Schwächen beziehungsweise dass gewisse Sachen auch ganz anders hätten ausgehen können, wenn das und das nicht passiert wäre. Ja? Also wenn halt Prinzip Zufall eben nicht so glücklich wäre. Und zum Beispiel, also nur mal zum Vergleich, ich möchte die Szene jetzt nicht verraten und nicht darauf eingehen, was das ist, aber wenn man sich vielleicht noch an den vierten Teil erinnert, da gab es eine Szene, da sind Jeremy Renner und Tom Cruise ins Wasser gesprungen und wurden verfolgt und dann waren Männer oben an der Kaimauer oder an dem Geländer oder was weiß ich und haben halt ins Wasser reingeballert und Ethan Hunt hat so eine Bengalo-Fackel in eine Leiche gesteckt und hat die halt nach oben treiben lassen, sodass die Leute sich darauf konzentriert haben und haben halt darauf geballert. Und das ist so eine Szene, die nimmt man eigentlich auch, sag ich mal, in 50% der Fälle, nimmt man die in so einem Actionfilm oder in so einem Agentenfilm, nimmt man die einfach mit. Okay, er lenkt sie halt damit ab, dass die Leiche halt irgendwie die Bengalo-Fackel dran hat. Ja, ja gut. Hat funktioniert. Glück gehabt, weiter geht's. Aber bei Mission Impossible 4 zum Beispiel haben sie genau solche Szenen auch nochmal dann thematisch oder inhaltlich aufgegriffen, sodass Jeremy Renner dann irgendwann Tom Cruise fragt, so von wegen, ja, was war das überhaupt? Ja, woher wusstest du, dass sie darauf schießen? Also, ja, wusste ich nicht. So, also, dass man halt genau solche Momente dann nochmal in Frage stellt, beziehungsweise zur Debatte macht, finde ich dann halt irgendwo charmant. So, ja. Man, wie gesagt, das ist für mich immer so ein bisschen Eingeständnis, dass man schon irgendwo im Hinterkopf behält, dass man ja auch ein bisschen, sage ich mal, die Logik zurechtbiegt.
Und dementsprechend, ja, habe ich damit kein Problem. Und das gilt dann halt auch. Und also hier finde ich anhand dieser Sachen, die ich jetzt bereits schon aufgezählt habe, ja, merkt man halt einfach schon die Umsichtigkeit, mit denen alle Beteiligten hier zu Werke gehen. Und diese Umsichtigkeit, die überträgt sich dann halt auch noch auf weitere Bereiche, wie zum Beispiel das Verhältnis von Intensität und Komik. Ja. Es gibt da schon ein paar gute Gags drin. Meistens halt von Simon Pegg verursacht oder durch Simon Pegg ausgelöst. Und die passen aber trotzdem immer jeweils zu ihrer Situation beziehungsweise in dieses Agentenumfeld, ja, weil Simon Pegg schon immer, sag ich mal, jobbezogen irgendwelche Gags bringt. Und das fand ich ganz cool, weil das hat die Situation teilweise dann auch mal entspannt beziehungsweise mal für einen guten, auflockernden Moment gesorgt, aber war jetzt nie zu klamaukig oder halt auch zu meta, dass da irgendwelche, weiß ich nicht, eine Ironie zu tragen kam, die vielleicht das Universum oder nicht in das Universum oder nicht in den Tonfall des Films gepasst hätte. Das hat mir ganz gut gefallen. Und ja, dann hat mir vor allem gefallen, dass Simon Pegg eben, oder McQuarrie halt Simon Pegg so viel Gelegenheit gibt, um diese Sachen zu machen. Oder halt auch einfach, um ein bisschen mehr an der Action teilnehmen zu können. Also Simon Pegg hat eigentlich doch im Vergleich zu den letzten Filmen echt mehr zu tun, beziehungsweise darf mehr anpacken, darf mehr irgendwo beteiligt sein und ja, bringt dann halt auch seine Gags, aber das passt. Simon Pegg macht das toll, dementsprechend habe ich da einfach auch wieder einen Punkt mehr, der mich in meiner Meinung bestätigt, warum ich diesen Film so toll finde. Ja, ich finde ihn halt wirklich toll. Und das überträgt sich dann auch auf den Rest des Personals. Ja? Also zum Beispiel Ving Rhames darf jetzt auch deutlich viel mehr sagen im Film als in den, keine Ahnung, letzten Filmen zuvor. Ja? In manchen ist er ja gar nicht mehr aufgetaucht. Aber hier hat er deutlich mehr zu tun, darf hier auch mal ein paar entscheidende Informationen mitgeben oder darf irgendwie Leute über gewisse Sachen aufklären. Und gleichzeitig gibt es aber auch schöne, sage ich mal, Momente des Teamgefühls beziehungsweise der langjährigen Partner und Freundschaft, die alle miteinander aufgebaut haben. Ja, es gibt so schöne Dialoge mit Simon Pegg zum Beispiel zwischen Ving Rhames oder mit Ving Rhames. Und das hat mir auch gefallen. Also das fand ich cool. Das hat den Figuren einfach ein bisschen mehr Vertrautheit gegeben oder ein bisschen mehr dich an die Figuren ranwachsen lassen oder näher kommen lassen. Das hat mir, ja, wie gesagt, das mochte ich auch. Und dann, ja, spielen keine große Rolle, aber Angela Bassett und Alec Baldwin, die hatten sichtlich Spaß an ihren Bossrollen. Gerade Alec Baldwin darf ja dann nochmal den einen oder anderen Moment für sich vereinnahmen. Das fand ich auch ganz gut. Dementsprechend auch kein Problem. Ja, die einzige, die halt dann nicht so wirklich überzeugen konnte, meiner Ansicht nach, eben weil auch dieser Handlungsstrang meiner Ansicht nach irgendwie mehr Verwirrung erzeugt als, also mehr Verwirrung als Spannung erzeugt hat, ist halt Vanessa Kirby als diese White Widow oder Femme Fatale, die sie da sein möchte. Die hat für mich nicht so ganz funktioniert. Ich habe zu wenig von ihr mitbekommen, als dass mich ihre Aura wirklich gefangen nehmen kann oder dass ich halt wirklich überzeugt bin von ihrer Performance. Dementsprechend ist sie für mich eher verzichtbar. Ja? Wer dagegen überhaupt nicht verzichtbar ist und wen ich dann neben Tom Cruise, sage ich mal, als die ja, größten MVPs, als die wertvollsten Gegenspieler oder Mitspieler oder Co-Stars, sage ich mal, ansehe. Denn ne, Ilsa, weiß man ja nicht so ganz genau, auf wessen Seite sie wirklich steht, beziehungsweise hat ja auch noch eine etwas umstrittene Vergangenheit. Aber ja, bevor ich jetzt darauf eingehe, Sean Harris fand ich wieder mal cool. Ja. Der ist zwar jetzt ein bisschen zerzauster, aber ist irgendwie noch fieser als Solomon Lane. Das Ende, das sie so fürchten, kommt näher. Und das Blut wird an ihren Händen kleben. All ihre guten Absichten werden verglühen. Und Rebecca Ferguson, wie gesagt, fand ich auch wieder richtig stark. Die bleibt zwar am Anfang irgendwie im Hintergrund und hat nicht ganz so viel zu tun, aber wird dann immer stärker in diesen Film integriert und kriegt dann sogar ein paar richtig schöne emotionale Momente. Ich finde, sie hätte noch ein bisschen mehr Momente verdient oder noch ein bisschen mehr Zusammenspiel mit Tom Cruise. Ich habe gesehen, es gibt ein paar Deleted Scenes. Da gibt es dann wohl offenbar so ein bisschen mehr Emotionen zwischen den beiden oder so ein bisschen mehr Gefühl. Das hätte ich gerne gesehen, aber ich kann auch verstehen, der Film ist ohnehin schon echt lang, dass man da vielleicht darauf verzichtet hat. Ja? Und Henry Cavill. Also ich muss wirklich sagen, ja, der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Der strahlt eine Präsenz und eine Power aus.
so viel Power hat er halt in 3 Superman-Filmen oder in 3 Superman-Auftritten bei dem DC-Universum nicht zusammen gehabt. So, ja. Also der ist halt einfach, boah, der macht Spaß. Das ist so ein richtig schöner Berserker. Ja. Und dann halt auch mit seinem geilen Schnorris, mit seiner stoischen Haltung irgendwie, mit diesem, keine Ahnung, so, der ist ehrgeizig, der ist abgeklärt, der ist dann teilweise ist aber auch so ein bisschen Cowboy, ja, und dann dieser, ja, wie gesagt, dieser Beamtenschnäuzer und dann so ein leichter, ja, der, ich finde auch, der hat so, so, Cavill hat so ein bisschen so eine Note von Codename Uncle, wo er ja hier diesen Napoleon gespielt hat, also auch einen Agenten, hat er da auch noch mit einfließen lassen und das passt halt irgendwie auf der einen Seite gar nicht zusammen, aber auf der anderen Seite wieder dann so gut, dass er mir wirklich, also ich finde, er klaut hier und da so ein bisschen Aura von Tom Cruise oder ein bisschen, also er nimmt so ein paar Szenen doch schon etwas mehr für sich ein. Und das hat mir echt ganz gut gefallen. Und ja, ey, dieser Toilettenkampf, ne? Bah! Dieser Toilettenkampf, ich finde ihn halt einfach herrlich. True Lies, The Raid 2 und sowas stehe ich vollkommen drauf. Dementsprechend, wie die sich da auf die Oma hauen, wie er durch den Spiegel geschleudert wird und dann Henry Cavill seine Fäuste durchlegt. Ey, wirklich, das sind halt dann die Momente, wo ich sage, geil. Und das Ganze wird dann auch ohne Musik verstärkt, sondern einfach nur mit der puren Wucht der Schläge und Aufpralle oder Aufpralz, ich weiß nicht. Auf jeden Fall halt mit der Kollision diverser Gegenstände wird es halt vertont und das fand ich einfach richtig, richtig geil. Dann wäre ich auch schon wieder bei ja, dem Zentrum des Films angelangt, nämlich bei Tom Cruise. Ja, wenn wir jetzt den Großstars schon abgehandelt haben. Tom Cruise, er ist einfach Herz und Seele dieses Films. Ja, er ist einfach Herz und Seele dieses Films. Und das wird mit jeder Sekunde deutlich, in der dieser Mann zu sehen ist, in der man sieht, was der macht. Und ja, man, wirklich, Teil 6 hat mir nochmal eine neue Facette an Tom Cruise irgendwie offenbart, die ich vorher vielleicht gar nicht so realisiert habe. Ja? Obwohl der Mann ja schon seit Teil 2 wirklich akribisch an diesen Stunts mitarbeitet und versucht, so viel wie möglich selbst zu machen. Und irgendwie schon bei Teil 5 hieß es ja, dass der Chef-Stunt-Koordinator, dass der gesagt hat, ey, ich habe keinen besseren Fahrer als Cruise. Ja? Also lasse ich ihn die Stunts auch machen. Ja? Niemand kann so gut Motorrad oder Auto hier in meinem Team fahren wie Cruise. Und dementsprechend soll er es machen. Ja, fahre ich am sichersten mit. Ja. Und das ist wirklich schon ein Arbeitsethos wie Jackie Chan, den Tom Cruise hier an den Tag legt. Ja. Der weiß, was sein Publikum von ihm erwartet und was das Publikum bisher gesehen hat und was das Publikum sehen möchte. Und er lässt sein Publikum nicht hängen. Er versucht immer wieder alles und jeden Weg, jedes Mittel, um eben genau das seinem Publikum geben zu können, wofür er mit seinem Namen und eben mit der Mission Impossible Reihe steht. Und das finde ich beeindruckend. Und wenn man sich gerade nochmal, da komme ich noch später drauf zu sprechen, aber wenn man sich dann diese ganzen Making-ofs da anguckt, die auf der Blu-ray noch enthalten sind, wirklich, da kannst du einfach nur noch, sage ich mal, respektvoll oder dein Haupt neigen, sage ich jetzt mal so. Ja? Weil selbst wenn man Tom Cruise nicht mag, alles cool, ja, ich verstehe es ja. Scientology und so, ist, muss nicht sein, beziehungsweise kann man da wirklich sagen, habe ich keinen Bock mehr drauf, aber trotzdem finde ich, man kann wirklich Respekt vor der Arbeit des Mannes haben, die der da wirklich reinsteckt, mit der das alles macht. Ich meine, er produziert es ja auch und da komme ich, wie gesagt, auch nochmal später drauf zu sprechen, wenn man dann halt sieht und wenn man dann erfährt oder mitbekommt, für was der da halt auch Geld ausgegeben hat, dann, ja, macht es das Ganze noch umso faszinierender. Aber ich will jetzt nicht, oh, ich bin schon wieder viel zu lang. Ich fand es halt cool, wie versucht wurde, Ethan Hunt hier nochmal ein bisschen zu erden, nochmal, sag ich mal, der Bogen, also nochmal den Bogen zu Teil 3 zu schlagen. Und ich muss auch sagen, Teil 6 hat ein bisschen dafür gesorgt, dass ja meine große Antipathie zu Teil 3, dass die ein bisschen abgeschwächt worden ist, weil ich jetzt schon verstanden habe auch, oder weil ich jetzt doch ein bisschen besser verstanden habe, was J.J. Abrams damals in Teil 3 irgendwie vorhatte. Und obwohl es mich da teilweise gestört hat, aber mich haben da eigentlich ganz andere Sachen hauptsächlich gestört. Also unter anderem die wenige Screentime von Philipp Seymour Hoffmann. Aber ja, ich sehe es jetzt halt doch ein bisschen entspannter.
was da in Teil 3 passiert ist, was in Teil 3 aufgebaut wurde und was Teil 6 jetzt zu Ende bringt. Und das finde ich halt das Schöne, denn die haben halt auch schon wirklich sich gedacht, dass Teil 6 so eine Art, ja, Zusammenkunft aus allen bisherigen Filmen ist. Und Tom Cruise hat wohl gesagt, dass er auf jeden Fall, dass ein ganz wichtiges Ziel von Teil 6, dass das sein soll, dass die Geschichte zwischen ihm, also zwischen Ethan Hunt und Julia, abgeschlossen wird. Und das fand ich, ja, das finde ich charmant. Und ich finde, sie kommt auch wirklich mit einer gewissen Emotionalität zu Ende, beziehungsweise hier wird eine doch schon schöne Emotionalität erzeugt, in Anbetracht der Tatsache, dass es hier darum geht, die Welt davor zu beschützen, dass irgendwelche fanatischen Terroristen, ja, mit Plutonium allerlei Unheil anstellen. So. Und trotzdem ist da ein emotionaler Kern vorhanden, den ich auch gespürt habe, beziehungsweise der für mich wahrnehmbar war. Und das fand ich halt schon mal, das fand ich auch gut. Also es hat auch mit dazu beigetragen. Und auch das Dilemma von Tom Cruise, dass er, naja, natürlich die Welt retten möchte, aber nicht auf Kosten des Einzelnen, das fand ich auch in diesem Film ganz schön herausgearbeitet. Es gibt eine Szene mit einer Polizistin, die gab es bisher noch nicht so in einem Mission Impossible Film. Die hat nochmal auch, also die hat auch nochmal eine neue Facette aufgemacht. Das fand ich auch cool. Das hat mir auch gefallen. Das sind alles so kleine, ja, Versatzstücke, alles so kleine Puzzleteile und Bausteine, die da mit einwirken und die das Ganze halt, wie gesagt, für mich halt irgendwie so cool gemacht haben. So, ich habe das halt total angenommen. Ich verstehe auch nicht, warum es bei anderen Filmen nicht so geklappt hat. Oder manchmal verstehe ich es auch nicht, warum es bei anderen Filmen nicht so sehr klappt. Aber bei Mission Impossible 6 hat es halt einfach so geklappt. Und ja, machen wir mit Tom Cruise weiter und dann eben halt mit dem Kernfeature dieses ganzen Konstrukts oder dieses ganzen Sammelsuriums. Es ist halt einfach Tom Cruise und die Action. Ja? Der Mann stürzt sich da rein, als wäre er immer noch 25, als wäre sein Körper unverwundbar. Und er kennt keine Grenzen. Er versucht das Menschenmögliche oder ja alles Mögliche, was sein Körper irgendwie hergibt, um dem Zuschauer immer wieder den Atem zu rauben und in Erstaunen zu versetzen. Und es gibt halt eben den Toilettenkampf, ja, den die da selbst ausgeführt haben. Es gibt den Sprung in London über die beiden Häuser, wo er sich den Fuß gebrochen hat. Und es ist echt erstaunlich, als wir den Film in Paris im IMAX-Kino bei der Weltpremiere gesehen haben. Da war Mr. Christopher McQuarrie vorher im Saal, beziehungsweise hat sich vor die Leinwand gestellt und ein paar Worte gesagt. Und er hat uns halt erzählt, dass ziemlich viele Szenen erst nach London entstanden sind, also nachdem er sich den Fuß gebrochen hat. Und dazu gehören halt auch wohl die Szenen in Paris. Also die gesamte Verfolgungsjagd, die da über, weiß ich nicht, die zu Fuß, per Boot, per Hubschrauber, per Lastwagen, per Motorrad und was weiß ich ausgeführt wird, die hat wohl Cruise nach seinem Fußbruch absolviert. Und da muss man auch wieder sagen, puh, Hut ab. Ja, und ey, der klettert, der springt, der schlägt, der fährt, der rast, der stürzt, der knallt irgendwo gegen, der, muss ich auch noch später erzählen, es gibt eine Deleted Scene, ja, wenn man sich das anguckt, ja, also wirklich ein Wahnsinn, was der Typ vollführt und scheinbar keine Angst kennt, ja, oder keine Schmerzen, ich weiß es nicht, aber halt wirklich alles für seinen Film gibt und vielleicht auch für seinen persönlichen Adrenalinrausch, wer weiß es, aber nichtsdestotrotz erzeugt er dadurch Szenen, die sich halt mir absolut ins Gedächtnis gebrannt haben, ja, diese Hubschrauberverfolgungsjagd am Ende des Films, wie halt auch der Sprung aus dem Flugzeug bei 7600, nee, keine Ahnung, wie hoch ist es, ist auch 7600 Meter, ey, mehr geht fast nicht. Das ist Jackie Chan halt aus Amerika, so mittlerweile. Ja, der macht selbst, er versucht, den größtmöglichen Effekt rauszuholen und ja, dafür erntet er von mir die größtmögliche Begeisterung. Ich kann es nicht, ja, nicht oft genug betonen. Aber ich höre jetzt auch auf, wie gesagt, er hat seine Kritikpunkte, keine Frage, aber er hat so viel Großartiges, weswegen ich so überhaupt nicht von diesen Kritikpunkten ergriffen war oder beeinflusst wurde oder sonst irgendwas. Ja, und der Film hat mich gepumpt, er hat mich beschäftigt, er hat mir ein fettes Grinsen aufs Gesicht gezaubert und er hat mich einfach für mehr als 2 Stunden lang komplett in seine Welt, in seine Agentenwelt gefesselt. Und das ist nun mal ein Adrenalinrausch im Kino, den ich auch in diesem Jahr schon ein paar Mal hatte, beziehungsweise es gab schon Filme, die haben das auch geschafft, aber ja, Mission Impossible 6 hat es eben auf seine eigene
hochwertig produzierte und wirklich durchdachte und ja, mit vollem Einsatz begleitete Weise gezeigt. Und dafür sage ich danke. Danke Christopher McQuarrie, danke Tom Cruise, danke Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, alle anderen, die dabei waren. Hier der Kameramann, der sich mit Cruise aus der Maschine gestürzt hat. Also ich finde, in Zeiten, in denen man halt doch schon einiges runterschrauben, schlucken, akzeptieren und neu ordnen muss und vielleicht auch ignorieren muss, ja, und sollte bei manchen Filmen ja auch, da, ja, da will ich diese Qualität einfach feiern und ich finde, da darf diese Qualität auch einfach mal gefeiert werden. Falls ihr denn diese Mission annehmen wollt. Und wie geht es ihm? Oh, weißt du, ist immer noch ganz der Alte. Was zum Teufel macht er da? Am besten, wir sehen gar nicht hin. Oje, das war jetzt wieder lang. Es tut mir leid. Aber wenn man einmal in Schwärmen gerät, dann ja, kann man so schwer wieder aufhören. Deswegen versuche ich mich jetzt etwas kompakter zu halten, wenn es an die Technik der Blu-ray geht. Und hier muss man schon gleich ja, sagen, dass die audiovisuellen Bereiche nicht ganz so kritikfrei sind wie der Film an sich. Denn ja, man muss halt sagen, der Film, der hat einen sehr analogen Look. Der sieht sehr oldschool aus. Ja? Also er hat eine sehr starke Körnung. Das fällt vor allem dadurch auf, dass es zwei Sequenzen gibt, die halt in IMAX-Format oder im IMAX-Format gedreht worden sind. Das bedeutet, das Format wechselt halt dann mal irgendwann von 2,35 zu 1 auf 1,9 zu 1. Aber das haben sie ganz elegant gelöst, weil dann zieht das Bild so langsam auf. Das ist schön, weil bei zum Beispiel Transformers 5, da wurden, glaube ich, drei Formate benutzt. Da zack, 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 springt das Bild immer zwischen den Formaten hin und her und das kann teilweise auch schon ein bisschen anstrengend sein. Wie halt Transformers 5 generell, aber gut. Das steht auf einem anderen Blatt. Ja, nein, also, die digitalen IMAX-Bilder, die sind richtig geil. Ja, gerade diese Verfolgungsjagd der Hubschrauber durch die Berge Neuseelands, die eigentlich Kaschmir sein sollen, das sieht super klar aus, super schön durchzeichnet, super geile Kontraste, also gerade die Berge und so. Und auch, ja, wenn die Hubschrauber da vor diesem Panoramen vorbeifliegen, das sind einfach tolle, tolle Bilder. Und halt auch der Halo-Sprung. Ja. Der ist zwar auch ein bisschen verrauscht, weil es im Dunkeln stattfindet, aber nichtsdestotrotz weist er halt ein viel klareres, ein viel saubereres Bild auf. Ein viel kontrastreicheres Bild. Das restliche Bild, das CinemaScope-Bild in 2,35 zu 1, das ist leider nicht ganz so einwandfrei. Ja. Gerade in den dunklen Bereichen oder wenn es im Dunkeln spielt, da körnt das schon sehr stark, da rauscht das schon sehr stark. So, ja. Und da saufen halt auch schon mal Details, wenn sie halt wirklich im ganz Dunkeln liegen, komplett ab. Genauso wie Gesichter, die verwischen und verwaschen irgendwie auch so ein bisschen. Also ist schon nicht so ganz fein, wenn man auf ja, ein richtig klares, crispes, digitales Bild irgendwie sich freut, beziehungsweise wenn man das gerne mag, dann könnte man von Mission Impossible 6 schon ein wenig enttäuscht sein. Ansonsten, Farben, ja, werden halt der Stimmung angepasst. Die Gesichter haben so einen leichten Gelbstich, würde ich jetzt mal sagen. Das spricht aber schon so ein bisschen auch für, wie sage ich das am besten, die Annäherung an Teil 5. Ja, der fünfte Teil war auch schon grobkörniger und ein bisschen gelber vom Look her. Und ich glaube, McQuarrie wollte einfach, naja, irgendwo das ein bisschen anpassen und trotzdem noch einen anderen Look kreieren. Und dementsprechend, ja, muss man sich auch auf einige Lensflares gefasst machen. Das kann auch mal unangenehm sein, weil die halt schon vieles überstrahlen und Farben dadurch überstrahlt werden. Beim Toilettenkampf gibt es auch hier die ein oder andere Überstrahlung, das will ich gar nicht abstreiten. Alles in allem trotzdem ist es halt ja, ein analoges Bild. Ne? Es ist halt ein Bild, das dir ein schönes Film- oder altes Kinogefühl gibt. Und die Schärfe und die Schwarzwerte, na die Schwarzwerte sind ein bisschen hell, die Schärfe ist an sich aber eigentlich okay und die Durchzeichnung auch. Also das will ich gar nicht behaupten. Die Kontraste sind auch eigentlich, mal abgesehen von ein paar dunklen Szenen, echt stabil. Also da entsteht schon ein gewisses HD-Gefühl, aber trotzdem sollte man sich nicht auf so ein richtig klares, digitales Bild gefasst machen oder freuen. Da wird man dann enttäuscht. Aber wer es halt gerne analog und oldschool mag, der kommt hier voll auf seine Kosten.
Was deutlich kritischer zu betrachten ist, sind leider die Tonspuren. Es gibt eine englische Dolby Atmos Spur, meine ich. Ich glaube Dolby Atmos oder True HD, eins von beiden. Aber die ist halt, also ja, der englische Ton liegt halt in Dolby Atmos vor, wenn ich das jetzt richtig noch in Erinnerung habe. Ich gucke eben schnell auf die Disc. Und der deutsche Ton ist halt einfach mal nur Dolby Digital 5.1. Und das, ja, das ist in Zeiten von HD und UHD und 4K Blu-rays und so, ist das schon ein bisschen arm, muss man leider sagen. Ja? Also das ist schon ein arger Dämpfer, dass der deutsche Ton halt wirklich, ich meine, die deutsche Dolby Digitalspur ist in Ordnung. Ja? Die verteilt viel Geräusche und Musik und Stimmen auf die Boxen. Die hat eine gewisse Räumlichkeit, das will ich ihr gar nicht abstreiten. Aber das kann halt nicht darüber hinwegtäuschen, wenn man halt mal an auch den englischen O-Ton gehört hat. Das kann halt nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Dialoge generell ein bisschen zu leise sind. Und gerade bei den Action-Szenen, ja, da geht halt schon einiges an Wucht und Dynamik. Ja, ist da einfach nicht vorhanden. Sagen wir es mal so, die kannst du da nicht rausholen. Ja. Wenn du denn halt mal den englischen Ton gehört hast, denn der ist halt wirklich Bombe. Also das ist mir unverständlich. Denn, und das jetzt kommt's, es gibt halt ein paar Webseiten und ein paar Redakteure von anderen Magazinen, die haben nämlich dann herausgefunden, dass wenn man den Film über iTunes kauft, dass dort eine Dolby Atmos Spur vorhanden ist auf Deutsch. Ja? Und auf Nachfrage hin, warum, also bei Paramount Deutschland, warum man das halt nicht auf die Disc gepackt hat, kam halt nur, dass das halt Entscheidungen sind, die halt in Amerika oder beim Mutterkonzern getroffen werden und auf die man halt keinen Einfluss hat. Und das hinterlässt einen echt blöden Beigeschmack, muss ich ehrlich sagen. Ja. So gut der Dolby Digitalton auch ist, ja, und so sehr der seine Möglichkeiten ausreizt, ist es echt nicht verständlich, wie bei zwei Discs, ich meine, das Bonusmaterial ist komplett auf eine Extra-Disc, wie man da nicht noch, ja, einfach die Dolby Atmos-Spur in Deutsch mit draufpacken kann. Zumal es drei Audiokommentare gibt und eine isolierte Soundtrack-Spur, ja, und ich glaube, der Komponist, der erzählt auch nochmal eine ganze Audiospur lang irgendwie was zum Film. Also, muss man sagen, die Kritik muss man leider, oder muss ich die Disc hier wirklich völlig gefallen lassen, das ist unverständlich, beziehungsweise ist das eigentlich schon, ja, echt bedauerlich, dass man das nicht den deutschen Zuhörern irgendwie ermöglicht, wenn es sie denn schon gibt, und das ist ja das Ding, es gibt sie ja, man kann sie auf iTunes kaufen, und ja, das ist, verstehe ich nicht. Aber gut, muss man hinnehmen. Aber ich sage nur, wenn ihr des Englischen mächtig seid oder wenn ihr halt kein Problem damit habt, einen Film mit Untertiteln zu gucken, dann guckt euch den auf jeden Fall in Englisch an. Denn diese Tonspur, die ist halt wirklich Bombe. Ja? Die verteilt so geile Effekte auf die Lautsprecher. Und ich bin extra zu einem Kumpel gefahren, um den halt wirklich auf einer Atmosanlage zu gucken. Das heißt, wenn halt Sounds von oben kommen, wie zum Beispiel in Paris bei der von mir angesprochenen Szene mit der Polizistin. Das findet alles unter Bahngleisen statt, beziehungsweise unter der Bahnüberführung. Und ja, da fährt halt dann irgendwann ein Zug vorbei. Und diesen Zug, den hört man halt wirklich nur oben. Ja, das ist richtig, richtig gut gemacht, richtig gut aufgelöst. Man kann hier wirklich aus jeder Richtung, beziehungsweise jedes Geräusch genau verorten, aus welcher Richtung es kommt, in welche Richtung es geht. Und mit welcher Intensität es daherkommt und wie die Dynamik halt anschwillt und dann wieder schwächer wird und so weiter und so fort. Also das ist schon echt geil. Und auch gerade, ja, Explosionen, Einschläge, die Hubschrauberverfolgungsjagd, das ist ein Genuss für die Ohren, wenn man das halt in so einer Dolby Atmos oder in so einer Atmosphäre halt mit einer Dolby Atmos Spur hört. Da ist man halt mal einfach völlig mittendrin. Wirklich völlig mittendrin. Es hat Wucht, es hat Punch. Das Einzige, was man sich bei beiden Tonspuren so ein bisschen, was man auch mal ein bisschen angreifen kann, das sind ein paar Dialoge. Es gibt hier und da so komische Geräusche, sowohl in Deutsch als auch in Englisch, die da irgendwie in die Dialoge mit reinrauschen, mit reingrätschen. Das habe ich nicht ganz verstanden, was das soll. Man, hier und da klingt es auch ein bisschen ein Tick halliger. So. Aber das sind auch nur vielleicht, wenn es hochkommt, 2-3 Momente oder so. Ja? Also es ist nicht wirklich viel. Es ist mir nur halt doch dann da mal etwas deutlicher aufgefallen. Aber
Das ist jetzt wirklich kein ernsthafter Kritikpunkt. Also schon gar nicht an der Atmos-Spur, aber auch nicht wirklich an der Dolby-Digital-Spur, die halt allein Kritik genug ist. So, aber dann gibt es, wie gesagt, eine Extra-Disc voller Bonusmaterial. Und da gibt es ein Featurette, das heißt Making a Fallout oder sowas. Das besteht aus 7 Clips, die kann man auch alle komplett nacheinander abspielen. Die umfassen eine Gesamtlänge von rund 54 Minuten. Und das ist ein wirklich richtig spannender Einblick in die Entstehung des Films. Unter anderem gibt es halt ein, und das muss ich sagen, fand ich mit das aufregendste Featurette, gibt es ein Featurette oder einen Clip zu diesem Halo-Sprung. Und das ist wirklich, ey, das ist so spannend, wie interessant, wie fesselnd. Die sind halt in die Arabischen Emirate geflogen, weil die Emirate denen halt ihre C-17-Transportmaschinen zur Verfügung gestellt haben, die man halt auch im Film dann sieht, aus der dann Tom Cruise halt mit seinem Kameramann springt. Und die haben über 100 Sprünge oder sowas gemacht, ja, um diese Szenen, diese 3 Minuten in den Kasten zu kriegen. Diese Szene, dieser Sprung, der besteht aus 3 Sprüngen insgesamt. Also sie mussten 3-mal darunter und 3 verschiedene Sachen absolvieren, um halt eben diese Szene ermöglichen zu können. Und vor jedem Flug müssen die 20 Minuten reinen Sauerstoff einatmen, damit ihr Körper stickstofffrei ist. Wenn du nämlich da oben dann runterspringst und so weiter, dann hast du viel Stickstoff im Blut, ja, kippst du direkt aus dem Latschen, beziehungsweise fällst du direkt in Ohnmacht und knallst letztendlich vielleicht auf den Boden auf, so, ja. Also, und die haben einen Windkanal gebaut, ja, einen der größten Windkanäle der Welt, um halt für diesen Sprung zu trainieren. Das sieht man, die haben diesen Aufbau gezeigt und wie sie dann halt über diesen Ventilator, der halt nach oben bläst, verschiedene Bewegungen probieren und üben, die sie halt dann später in der Luft vollführen wollen. Und also wirklich, und das müssen die halt alles, haben die alles extra dafür gebaut, ja. Und das ist halt einfach unglaublich. Also wirklich, das hat meinen Respekt nochmal gesteigert für diesen Film. Und davon steckt halt dieses Featurette oder diese 7 Minuten oder die 7-Clip-Ansammlung, die steckt voll von solchen Dingen. Es gibt unter anderem eine Deleted Scene, die ist nicht im Film gelandet. Da geht es darum, dass Ethan Hunt und Walker in diesem Grand Palais in Paris sind, auf dieser Techno-Party, und feststellen müssen, dass das Fenster, durch das sie eingestiegen sind, nicht dorthin führt, wo sie eigentlich hin müssen. Also es gibt keinen Weg nach unten. Also sie müssen auf die andere Seite, aber es gibt halt kein Geländer, über das sie halt gehen können. Also kraxelt dann Tom Cruise über so ein Drahtseil, das oben in der Halle gespannt ist, lockert das am anderen Ende des Geländers, schwingt sich einmal zu Henry Cavill rüber, hakt den ein, schwingt zurück und schwingt dann durch ein Fenster raus, das halt näher zum Ausgang ist oder das halt in der Nähe des Ausgangs ist, zu dem sie müssen. Und diese Szene ist halt nicht im Film drin, aber es gibt ein Featurette, wie diese Szene entstanden ist. Und es ist halt wirklich Tom Cruise, der da oben rumkraxelt, der wirklich dann sich von dem Kabel einmal durch den ganzen Saal schwingen lässt, um dann halt auf der anderen Seite bei Henry Cavill anzukommen. Das ist halt auch als Featurette mit dabei. Und das, also wirklich nur für die Szene, die dann halt letztendlich gar nicht im Film gelandet ist, ja. Und allein dafür kann man auch schon wieder sagen, okay, cool, dass hier eine extra Disc zur Verfügung gestellt worden ist, die eben diesen Clip und dann halt noch ein paar andere entfernte Szenen zur Verfügung stellt. Es gibt dann halt noch so einen kleinen 4-Minuten-Clip aus entfernten Szenen. Das ist mehr so eine Art Trailer aus entfernten Szenen. Da haben sie halt einfach die Szenen, die halt nicht im Film auftauchen, wie so einen kleinen, ja, doch so richtig schön aufwendig und mit Musik zusammengeschnitten, was halt wie ein Trailer wirkt für Mission Impossible 6, den es nie gegeben hat, so gesehen. Und den kann man optional auch noch mit dem Audiokommentar von Christopher McQuarrie und noch einem anderen, ich glaube seinem Cutter irgendwie, sich anschauen. Das ist auch ganz interessant, weil die dann ein bisschen erklären, in 4 Minuten ist halt nicht wirklich umfangreich, aber in 4 Minuten erklären sie halt dann, was zu diesem Clip geführt hat und warum halt gewisse Szenen entfernt worden sind und so weiter und so fort. Und ja, und dieses, wie gesagt, dieses große Featurette aus den 7 kleineren Featurettes, das ist auf jeden Fall richtig, richtig stark. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon. es gibt noch hier den ein oder anderen Promo-Clip, den kann man sich angucken und ansonsten war es das. Aber dieses 54-Minuten-Ding, ich sag mal so, das leistet schon einiges an Entschädigung, beziehungsweise ist fast so aufregend wie der Film. Und zeigt aber auch so ein bisschen, das fand ich auch schon ganz interessant, wie stark einfach Tom Cruise in dieses Projekt involviert ist, beziehungsweise was der für so ein
Fixstern ist, ja, also der ist wirklich einfach der Mittelpunkt dieser gesamten Produktion, ja. Da hat selbst der Regisseur irgendwie weniger zu melden als Tom Cruise. Das ist schon erstaunlich, ja. Aber ich meine, gut, der ist halt auch Produzent, der ist akribisch dahinter und der ist, wie gesagt, süchtig, ja, nach Filmen, wie er selbst sagt. Und es gibt noch ein kleines Featurette zur Musik. Und ja, damit sind wir dann auch fast am Ende der Bonussektion. Beziehungsweise, es gibt noch, glaube ich, eine Galerie von, na, wie heißen sie? Nicht Screenshots, sondern diese Scribbles, die man macht. Also so kleine Zeichnungen, die halt die Perspektive und den Look einer Szene. Jetzt komme ich auf den Namen nicht mehr. Ah, egal, komm, ich habe genug geredet. Es tut mir leid. Aber ja, also mal abgesehen von dieser deutschen Tonspur in Dolby Digital und einem doch recht analogen Bild, ist die reine technische Präsentation schon zufriedenstellend. Also, wie gesagt, diese Tonspur ist halt schon echt arger Dämpfer. Den kann man nicht wegdiskutieren. Der schmälert den Gesamteindruck. Es ist ein bisschen schade. Er wird, glaube ich, auch für einigen deutschen Zuschauern dafür sorgen, dass man sich eben das Ding nicht nach Hause holt als Disc, sondern dass man sich das vielleicht über iTunes kauft, was ein bisschen schade ist. Trotzdem kann ich sagen, wer bereits alle anderen Teile im Regal stehen hat, kann sich auch problemlos die sechste Disc ins Regal stellen oder ins Haus holen, denn der Film ist es allemal wert. Ja? Und jetzt zerstört sich diese Aufnahme innerhalb von 5 Sekunden selbst. Tschüss und danke für die Aufmerksamkeit. Thank you.